Der Cinema Newsflash. Brandheiße Infos aus Hollywood und Umgebung. Hallo, herzlich willkommen zum Cinema Newsflash. Ja, Hugh Hefner, der ist am 27. September, ja, im Alter von 91 Jahren gestorben. Und es gibt Pläne für ein Biopic. Das Ganze soll Brad Ratner inszenieren. Den kennen wir als Regisseur unter anderem von Rush Hour. Und der hätte gerne Jared Leto in der Rolle des ewigen Playboys. Ein sehr interessantes Projekt, wie ich finde, denn Hugh Hefner ist ja nicht nur der Gründer des Playboy-Magazins, sondern ist ja auch bekannt dafür, dass er gerade die sexuelle Revolution in Amerika maßgeblich beeinflusst hat. Auf der einen Seite die Feministen, Feministinnen, die wetterten ganz stark natürlich gegen ihn, auf der anderen Seite auch konservative Kräfte, weil er halt, weil sie meinten, er würde die Moral untergraben. Sicher ist auf jeden Fall, dass er die sexuelle Revolution in Amerika mit angestoßen hat. Marilyn Monroe war ja die erste, die auf dem Cover der ersten Ausgabe war. Und bin mal gespannt, wenn Jared Leto das wirklich macht, wenn er Zeit dazu findet, wie er das Ganze anlegt. Denn diese nackten Tatsachen in dem Heft gepaart mit den interessanten und rechercheintensiven Artikeln im Playboy selber, das hat ja das Magazin auch mal ausgemacht. Also es ist ja nicht nur eine reine Show von nackten Damen, sondern der Playboy ist ja so viel mehr. Und wie er auch diese ganze kontroverse Gestalt von Hugh Hefner einfängt, da bin ich mal wirklich gespannt. Denn klar, wir kennen natürlich seine Eskapaden mit den ganzen Frauen, wie er mit drei Frauen zusammengelebt hat oder noch mehr, wie er natürlich immer im Bademantel und im Käpt'nshut rumlief und mit seiner Pfeife. Das wurde dann ja auch am Ende so ein bisschen, naja, ich sag mal exzentrisch bzw. lächerlich in dem Alter. Wie dem auch immer sei, er sei eine sehr interessante Figur. Und wer da mal ein bisschen näher eintauchen möchte oder tiefer eintauchen möchte, dem empfehle ich die Doku American Playboy, The Hugh Hefner Story auf Amazon Prime. Kann man sich das angucken, die ganze Staffel. Da gibt es also Spielfilm-Szenen, die extra dafür gedreht wurden und natürlich extrem viele Doku-Aufnahmen, die so das ganze Lebenswerk beleuchten. Ist gut gelungen. Ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr erwartet, aber auf jeden Fall für einen Blick oder um das Ganze mal so ein bisschen zu beleuchten, die Entstehung des Playboys, sein Kampf gegen die konservativen Kräfte in Amerika, die Konkurrenz durch Larry Flint, wie auch immer durch den Hustler, das wird da beleuchtet. Also schaut es euch an, American Playboy, The Hugh Hefner Story auf Amazon Prime, habe ich gesagt, genau. Ja, dann, zweite Meldung betrifft Bill Condon, den Regisseur, den kennen wir aus Schön und das Beast, Dreamgirls, aber auch aus Inside WikiLeaks oder auch aus Mr. Holmes. Und der dreht Frankensteins Braut. Ja, das ist der zweite Film aus dem Dark Universe, also die Wiederbelebung der alten Universal-Klassiker. Angefangen ja mit Die Mumie in diesem Jahr, mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der ja von den Kritikern eher so mittelmäßig bis verrissen wurde, möchte ich mal sagen. Aber weltweit ziemlich gut performt hat, also da wird es weitergehen. Frankensteins Braut soll, so Bill Condon, eigentlich losgelöst stattfinden. Sicherlich wird es Verweise geben, aber er möchte einfach ein verdammt gutes Monster-Movie machen. So sagte er, wer die Hauptrolle spielen wird. Also Frankensteins Braut ist noch nicht bekannt. Alle hoffen hier auf Angelina Jolie. Ich denke, sie wird sehr, sehr gut passen. Die dritte Meldung betrifft Gambit. Ja, dieser Film soll wirklich noch kommen. Ich glaube ja gar nicht dran. Das ist ja so ein Spin-off von X-Men. Gambit ist ein Superheld, Mutant, telekinetische Kräfte. Haben wir ja schon bei Wolverine oder beim ersten Wolverine gesehen, damals gespielt von Taylor Kitsch. Hier allerdings in dem Solo-Film wird Channing Tatum die Rolle übernehmen. Und jetzt wurde bekannt, dass der Bösewicht, Mr. Sinister, alias Nathaniel Essex, wohl von Daniel Craig gespielt werden soll. Ich betone wohl, weil noch nichts ist offiziell bestätigt worden, aber das wäre schon eine coole Sache, wenn wir Daniel Craig als Bösewicht sehen. Das wäre ja die zweite Zusammenarbeit zwischen Tatum und Craig nach Logan Lucky. Also mittlerweile kennen sich und schätzen sie sich. Und für Craig wäre das ja ein weiterer Ausflug in die Comic-Geschichte. Cowboys and Aliens hat ja nicht wirklich gut performt. Ich fand den Film okay, ich fand ihn als Cowboy jetzt nicht so geil. Wie dem auch immer sei, wenn er da nochmal wieder was Neues probiert, finde ich sehr gut, wenn er Zeit findet bei der ganzen Vorbereitung auf Bond. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze dann losgehen soll. Und die vierte und letzte Meldung betrifft die WWE, die World Wrestling oder das World Wrestling Entertainment. Kennen wir ja als die größte Wrestling-Liga. Und der Besitzer Vince McMahon, da soll ein Biopic über ihn jetzt entstehen. Die Macher wollen ganz gerne Bradley Cooper haben. Das steht alle noch in den Sternen, wie das weiter vorangehen wird. Ich hoffe, dass es nicht ein weichgespültes Biopic ist, sondern dass es auch diese ganzen Kontroversen um die Figur Vince McMahon beleuchtet. Nur zur Erinnerung,
Der McMahon hat die ganze Company, damals noch WWF, World Wrestling Federation, 83 von seinem Vater übernommen und das Ganze zu so einer, ja, eigentlich also zu einer Zirkusnummer hin zu einer Unterhaltungsmaschinerie entwickelt, hat sämtliche Strömungen mitgemacht, familientauglich, aber auch für Erwachsene. Später bei der, in der Attitude Era, da mit The Rock und Steve Austin, da wurde es dann auch relativ blutig, muss ich mal sagen. Das war schon harter Tobak, auch natürlich mit Mankind, Cactus Jack. Also, ihr seht, ich habe mich damit so ein bisschen befasst über die Jahre, ja, auch schon etwas länger. Ich gucke das ganz gerne, das ist so mein Guilty Pleasure. Wie dem auch immer sei, ein Biopic über Vince McMahon fände ich sehr interessant. Es gibt ja auch eine lustige Episode, er ist ja sehr nah auch mit Donald Trump. Seine Frau Linda McMahon ist ja auch im Stab von Trump, ja, vertreten, wie dem auch immer sei. Er sind erzkonservativ, die beiden, und er ist auch gegen McMahon gegen Trump angetreten, nämlich bei WrestleMania 23 2007 im Battle of the Billionaires. Und da wurden sie vertreten von Wrestlern und McMahon hatte verloren bzw. seinen Schützling und musste seine Haare dann sich abrasieren lassen. Das war dann allerdings das schon das Einzige, worüber Trump lachen musste, denn er hat von Steve Austin noch einen Stunner bekommen. Das war allerdings, so sagt Austin, der schlechteste Stunner, den er je verteilt hat, was in erster Linie an Trump Performance lag. Ja, guckt euch das mal an, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist wirklich bitter. Aber wem auch immer sei, da könnt ihr nochmal sehen, dass Trump nochmal einen ausgeteilt bekommen hat. Wie dem auch immer sei, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören und sehen uns dann am Morgen wieder mit dem neuen Cinema Newsflash. Und nicht vergessen, das gibt es hier auch alles immer als Podcast. Bis bald. Tschüss. Der Cinema Newsflash. Brandheiße Infos aus Hollywood und Umgebung.